Moin, moin, liebe Freunde. Hier ist Koma. Ich zocke bis ins Koma und es ist mittlerweile wieder Tag. Gott sei Dank war ja beim letzten Mal etwas, naja, wie soll man sagen, experimentell? Nicht schlecht. Mit dem Hogok schreibe ich hier gerade nochmal eine Runde. Er hat mich gerade gefragt, welchen Auftrag ich für ihn hätte. Ich wüsste jetzt nicht, was er für Aufträge für mich erledigen könnte. Er meinte dann, Morde, helfen, Punkt, Punkt, Punkt. Keine Ahnung. Hätte ich jetzt nichts gehabt, also habe ich ihm einfach gesagt, leider habe ich da derzeit nicht wirklich irgendwelche. Naja, ich gebe dir den Auftrag, Spaß zu haben. Ich hoffe doch, das gefällt dir. So, nichtsdestotrotz, ich habe hier irgendwie noch Post. Darum kümmern wir uns jetzt gleich nochmal. Tessak? Tessak, denke ich mal dann. Oder Tess-Account wahrscheinlich. Tessak? Tessak, Tessak. Tessak schickt mir. Ach du. Alter. Ihr seid doch alle nicht mehr ganz normal. Was schickt ihr mir alle eure Credits? Bin ich euer Sparschwein oder was? Das ist doch einfach nur. Hallo? Oh, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Erstmal ganz großen Dank an dich. Was mache ich jetzt mit der ganzen Kohle? Leute. Wohin damit? Dankeschön. Danke, danke, danke. Vor allem, ich hab noch ein bisschen Geld, was ich nicht brauche. Ja, ist ja schön. Warum habt ihr alle so viel Kohle? Was zur Hölle? Alter. Ja, Erfolg abgeschlossen, reich. Alter. Okay, wird erledigt. Ich habe dein Video gesehen. Du kannst in meiner Festung wohnen. Auch nicht schlecht. So, nichtsdestotrotz, jetzt bin ich in der Aufnahme. Wir machen jetzt ganz normal weiter. Hier. Das ist einfach nur. Gut. Nee, fertig. Fertig. Wir haben Aufgabe. Wir haben Aufgabe. Wir haben Aufgabe. Mit Sherrick Brief zu reden und mit Captain Gola. Captain Gola befindet sich da unten. Wenn ich mich nicht täusche, gibt es ja hier einen Flugpunkt, der direkt Zeige dorthin alle führt. autorisierten Ziele an. Ah, ne, da war ja dazwischen. Ah, scheiße. Ist egal. Ich bin immer willkommen. Ich mache dir ein Zimmer fertig. Ein Zimmer. Jo, alles klar. Freue mich drüber. Dankeschön. Ich krieg ein Zimmer. Ihr ja nicht. Gut, okay, Captain Cola müssen wir jetzt erstmal noch Bericht erstatten. Das ist ganz, ganz klar. Und Sherrick Brief müssen wir auch nochmal ein kleines Gespräch führen. Scheint alles ziemlich wichtig zu sein. Hoffen wir mal, dass diese ganzen Missionsergebnisse jetzt langsam zum Ende führen. Tatooine wird langsam echt trocken. Zieht sich so ein bisschen, ne? Mittlerweile. Wir sind ja auch schon ziemlich lange in Tatooine. Ich glaube seit 7 Monaten, ne? Aber das wird sich alles bald ändern. Wir geben ja schon richtig mega schnell Gas. Wir wollen ja auch unbedingt ein bisschen schneller leveln. Wie man sieht, Stufe 35. Läuft ja soweit ganz nett. Da wird schon ziemlich interessant jetzt langsam. Da wir immer mehr dem Basisspiel Endlevel entgegenschreiten. Und erhoffen uns natürlich, dass wir bald... Stopp, ich fahre wieder falsch, ne? So, jetzt habe ich meinen Satz verloren. Das ist doof. Verdammt. Jetzt, da wir dann langsam dem Basisspiel, dem Ende entgegenschreiten, Stück für Stück natürlich, wir haben noch ein paar Planeten vor uns, bevor wir dann überhaupt wirklich in diesem Sinne das Hauptspiel beendet haben, können wir uns dann langsam den restlichen Add-ons widmen. Das heißt dann im Endeffekt, wir haben dann noch Rise of the Wood Cartel, weiß gar nicht, Shadow of Reven und Knights of the Fallen Empire. Die habe ich mir eigentlich gedacht, das Basisspiel lassen wir unter dieser Playlist zu Ende laufen. Also so, dass wir halt den Sith-Krieger seine Story hier soweit beendet haben. Und dann sollten wir doch mal langsam schauen, dass wir da neue Playlists für Chromarus LP auch stellen für die einzelnen Add-ons, damit die Leute, die danach suchen, explizit nach den Add-ons suchen, auch direkt dafür nur eine Playlist haben. So, nichtsdestotrotz, wir sind jetzt hier bei Captain Cola und dem werden wir jetzt erstmal ein klitzeklein Gespräch reindrücken, ne? Ihr seid zurück? So schnell hatte ich euch nicht erwartet. Tja, persönliches Pech. Eure Macht ist beeindruckend. Sogar unter den Sith. Ihr wollt sicher ruhen, aber sagt mir doch. Habt ihr die Artefakte gefunden? Nö. In diesem Gerät ist ein fremdartiger Geist. Er war für die Zerstörung von Shaka verantwortlich.
Er sagt, er will mit uns zusammenarbeiten. Da drin befindet sich Intelligenz? Das ist einfach unglaublich. Unvorstellbar. Wir können hier einen ersten Test durchführen, aber ein Fund wie dieser muss nach Drom und Kars gebracht werden. Ihr habt das Blatt dieser Expedition gewendet. Nach den ganzen Rückschlägen hätte ich nie gedacht, ich würde je einen Missionsbericht einreichen, geschweige denn einen Sieg verkünden. Wenn ich nicht hier gewesen wäre, würdet ihr immer noch nach Charkas Droiden suchen. Und vielleicht hätten wir die Javas nicht gefunden und das erste Artefakt nicht aktiviert. Schwer zu sagen. Da Darth Silta tot ist, übernehme ich. Wenn ihr je unsere Hilfe braucht, ihr wisst, wo ihr mich findet. Was ist mit dem Rest des Teams? Hale wurde nach Korriban versetzt. Darth Siltas letzter Wunsch. Was mit den anderen ist, weiß ich nicht, aber wir werden keine Gruppe mehr sein. Sichere Reise da draußen. Und seid vorsichtig. Diese Galaxis birgt jede Menge alter Geheimnisse. Wenn man sie gesehen hat, neigen sie dazu, den Blick zu erwidern. Tja, da muss ich mal sagen, dieser Teil der Geschichte ist abgeschlossen. Charkas Hund. Wir kriegen sogar noch einen kostenlosen geringen Erfahrungsschub. Finde ich natürlich super. Kann ich immer gebrauchen, nehme ich immer gerne. So, und hier halten wir jetzt nochmal auch was mit Rüstungsteile, die wir jetzt nicht brauchen. Ich nehme einfach die gewöhnlichen Datenkristalle. Und da würde ich mal sagen, wir ziehen jetzt mal langsam los. Zerstörer! Wir sind Zerstörer! Yeah, Dunkel 3 erreicht. Zerstörer. Dunkel 3, da können wir jetzt gleich mal gucken. Wie sieht Dunkel 3 denn eigentlich aus? Normal. Hell yeah. So, ziehen wir mal wieder weiter. Wir haben endlich Dunkelheitsstufe 3 erreicht. Was natürlich auch nicht schlecht ist. Jetzt fehlen ja nicht mehr 4 bis 5. Wie viele Punkte brauchen wir da jetzt eigentlich? Minus 6750. Ja, so viel ist das auch nicht. Ja, ungefähr 2000 Punkte. 2000 Punkte storymäßig erreichen. Sollte uns nicht allzu schwer fallen. So, wir müssen zum Flughafen. Da werden wir uns einfach mal hin teleportieren. Das geht viel schneller. Und von dort aus könnten wir ja dann direkt mal mit der Sherek Brief sprechen. Danach wird es wohl nach Alderaan gehen. Sprich, hey, wir haben es in dieser Folge geschafft. Ja! Yeah. Wir kommen endlich von Tatooine weg. So wie es ausschaut. Kann ja sein, dass noch irgendwas Wichtiges auf uns zukommt, das weiß ich gerade nicht. Aber wir werden es gleich rausfinden. Und wir sitzen mal wieder in einem Ladebildschirm fest. Hier versammelt sich also der Super. Abschaum der Galaxis. Nein. Tja, dann hast du wohl Pech. Wer es nicht versteht, geht. So. Schmeißen wir uns einfach mal auf unser Gerät ruf. Oder auf der Gerät. Ja. Kommt mit mir. Folgt mir in den Kampf. So. Tja. Was bleibt uns noch zu sagen, bevor wir Tatooine verlassen? Ich habe diesen Planeten ihn eh nie gemocht. So. Nein. Spaß beiseite. Was haben wir denn hier noch Feines? Das leuchtet so schön. Alles klar. Dann könnten wir eigentlich auch eigentlich mal diese Helden 2 hier wegschmeißen. Im Endeffekt brauche ich sie jetzt eh nicht mehr. Wären zwar schön gewesen, die Erfahrungspunkte, aber ich lasse es jetzt einfach mal gut sein. Miau. Dann lasst uns doch mal kurz schauen, wo wir genau... Ja, wir müssen zu unserem... So, ich habe jetzt gedacht, wir müssten nochmal hier unten mit ihr quatschen. Aber ich denke mal, sie wartet wieder oben bei unserem Raumschiff. Ist höchste Wachsamkeit erforderlich. Der Einsatz tödlicher Maßnahmen gegen Infizierte ist zulässig und wird empfohlen. So. Da warten wir nur noch auf den Knopf. Mensch, verdammt mich. Da. Hangar des Sith-Kriegers. Und schon sind wir fast weg hier. Mal sehen, was man uns jetzt noch erzählen wird. Vielleicht gibt es noch irgendeine kleine Wendung in der Geschichte. Wir werden es gleich herausfinden. Da wartet sie schon, die Fury. Ist schon startbereit. Ich habe nicht damit gerechnet, euch jemals wiederzusehen. Heißt das, dass ihr über den verbotenen Pass hinausgereist seid und Meister Jonlak gefunden habt? Wenn ihr nicht so feige gewesen wärt, müsstet ihr jetzt nicht fragen. Tja, das habe ich mir selbst zuzuschreiben. Welch großartige Lektion. Es gibt keine Grenzen außer denen, die wir uns selber setzen. Ich werde nie mehr annehmen, dass ich alles weiß, was es zu wissen gibt.
Und ich werde die gesamte Wüste von Tatooine erforschen. Ohne Ausnahme. Ihr habt sicher viel daraus gelernt. Lord Barras kann sich glücklich schätzen, einen so edlen Kämpfer auf seiner Seite zu wissen. Ich werde euch nie vergessen. Ich vergesse einfach, dass ich euch jemals begegnet bin. Selbst die Dünen ändern mit der Zeit ihre Form. Vielleicht werdet ihr eines Tages anders von mir denken. Ich wünsche eine sichere Reise. Besucht mich ruhig, falls es euch nochmal nach Tatooine verschlagen sollte. Hoffentlich müssen wir dieses Sandloch nie wiedersehen. Mein Teint hat ganz schön gelitten. Sei nicht immer so egozentrisch. Hey, damit ihr es wisst, Twi'lek haben sehr empfindliche Haut. Mein Gott. Sie ist rot. Man könnte keinen Sonnenbrand auf ihrer Haut erkennen. So. Wir müssen zum Holoterminal. Hauen wir ab von diesen Scheißplaneten. Schnauze voll. So, ja, damit ist es soweit abgeschlossen. Jetzt heißt es nur noch mit unserem Meister, dem Darth Barras, ein gutes Abschlussgespräch zu führen. Mal sehen, was dabei Neues herauskommt. Bin ich doch schon wieder ziemlich gespannt, was der mir jetzt wieder aufdrückt. Dieser blöde Aufgabenverteiler. Das war eine gute Leistung. Du hast deine Zeit auf Tatooine gut genutzt. Nomen Kars Palawan, Jessa Wilsam, ist jetzt keine Unbekannte mehr. Ich bin hoch erfreut. Wir haben sie noch nicht gefunden. Du erteilst mir keine Lektion. Oh, doch. Wie du mit Meister Yonlak umgegangen bist, war eine klare Botschaft an unsere Feinde. Nomen Kar und Jessa Wilsam wissen jetzt, dass sie sich nicht verstecken können. Das nagt am Meister und diesen begabten Padawan wird es in die Knie zwingen. Ich kann es kaum erwarten, sie in die Finger zu bekommen. Ich glaube, der Augenblick ist nicht mehr weit. Bleibt nur noch Aldaran, die Heimat von Jessa Wilsam. Alles klar. Gib dich schnell dorthin. Ich melde mich, wenn du dort bist. Na dann, haben wir ja ein bisschen was zu tun. So, wieder Haufen Erfahrungspunkte, wie man sieht. XP Boost. Und wir nehmen die 12 Datenkristalle. Hell yeah! So. Es war mal angesprochen worden, ob wir mal nicht wieder mit jemandem ein Gespräch führen könnten. Das werden wir jetzt mal mit unserer Crew machen. Denn ich sehe hier gerade, wir dürfen mit jedem mal eine Runde quacken. Dann tun wir das einfach. Melaway Quinn. Ihr wolltet mich sprechen? Ja, mein Sith Lord. Ich wollte euch über den aktuellen Zustand des Schiffes informieren. Was für ein Pack. Es hat sehr gut auf meine Verbesserungen angesprochen. Ich freue mich, berichten zu können, dass wir maximale Leistung erreicht haben. Okay. Das höre ich gern. Macht weiter so. Das werde ich, mein Sith Lord. Wenn ihr irgendwelche Mängel bemerkt oder Vorschläge zu meinen Missionen habt, will ich davon hören. Das werde ich beherzigen. Ihr könnt auf mich zählen. Sehr gut. Nochmal ein bisschen Pluspunkte bei ihm geholt. Oder auch nicht. Was? Noch ein Gespräch? Okay, wie ihr seht, wir werden diese Folge nur damit vollbringen, indem wir ein bisschen mit den Leuten quatschen. Darf ich frei sprechen, mein Sith Lord? Ihr dürft immer frei sprechen, Quinn. Das werde ich mir merken. Es gab einen Grund, warum ich auf Balmorra dahinsiechte, bevor ihr gekommen seid. Vor 10 Jahren diente ich unter Moff Broisk in der Schlacht von Drakenwell. Moff Broisk hat etwas Entscheidendes übersehen und brachte so die Flotte an den Rand der Vernichtung. Ich missachtete seinen Befehl und konnte das Blatt für uns wenden. Ich nehme an, dem Moff hat das gar nicht gefallen. Da liegt ihr richtig, mein Sith Lord. Broisk strich das Lob für den Sieg ein, was mich nicht weiter störte. Aber dann stellte er mich vor ein Kriegsgericht. Darth Barras schickte mich nach Balmorra. Ansonsten wäre meine Karriere ganz vorbei gewesen.
Seitdem hat Moff Breusk jede Beförderung und Versetzung verhindert, für die ich in Betracht kam. Euer Dienst auf Balmorra muss für Barras von Nutzen gewesen sein. Er wäre bestimmt in der Lage gewesen, euch zu befördern. Wahrscheinlich habt ihr recht. Aber ich war einfach dankbar, dass ich eine Uniform tragen und einem wichtigen Sith dienen durfte. Jetzt diene ich euch. Ohne Reue. Ich werde zu meinen Pflichten zurückkehren. Und wieder Erfahrungspunkte. Habe ich mit dem in der Vergangenheit nicht einmal gequatscht? Kann das sein? Irgendwie habe ich das Gefühl, das wurde alles zurückgesetzt. Mein Sith Lord, ich habe in meiner Freizeit an etwas gearbeitet. Das könnte euch interessieren. Lasst mich das beurteilen. Sofort. Vor einigen Jahren machte ich Jagd auf einen berüchtigten SID-Agenten namens Voloren, als mich Moff Breusk zur Schlacht von Drakenwell zurückrief. Ich hatte den Spion schon in die Ecke gedrängt. Breusk hätte nur jemanden schicken müssen, um ihn dingfest zu machen. Er hat es versäumt. Das klingt nach einer persönlichen Vendetta. Ich gebe zu, dass dieser knapp entgangene Sieg mein Dahinsiechen auf Balmorra noch frustrierender gemacht hat. Aber es geht mir hier nur um das Wohl des Imperiums. Dieser Spion hat uns unzählige Opfer gekostet. Ich kenne Volorens Handschrift. Ich habe seine Arbeit verfolgt und bin ihm so auf die Schliche gekommen. Ihr müsst ihn unbedingt ausfindig machen. Sehr wohl, mein Sith Lord. Ich halte euch über meine Fortschritte auf dem Laufenden. Gut. Da wird uns dann bald wohl eine Quest geben. Und nochmal 7000. Oh, guckt euch das an. Ja, nur durch diese Gespräche hier. Unmöglich. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo sind denn die restlichen Crewmitglieder hier? Muss doch auch immer noch jemand sein. Hallo. Okay, das sieht aus wie eine Koje. Hallo. Sieht aus wie eine Krankenstation. Blink hat's gemacht. Und mein Zimmer ist fertig. Okay. Hallo? Ist noch jemand hier? Haben die jetzt hier meine Wette verschleppt? Oder wo ist die? Vielleicht hier unten? Also mit Wette kann man noch nicht quatschen. Wenn wir nächstes Mal eine Pause machen, möchte ich meine Leko polieren lassen. Die möchte noch nicht mit mir quatschen, aber vielleicht könnten wir das ein bisschen anregen. Nee, könnten wir jetzt nicht. Nee, könnten wir noch nicht. Aber ich kaufe demnächst mal ein paar Gefährtengeschenke. Vielleicht hilft das. So. Ja, schön. Haben wir es doch soweit alles gepackt. Können wir jetzt schon mal nach Alderaan reisen. Wäre ich jetzt jedenfalls dafür. Hallo? Passiert noch was? Ach so. Ah, schön. Danke. Ich habe schon gedacht, wir sterben hier. So. Nichtsdestotrotz, Alderaan wartet. Und wir fliegen jetzt so den... Auf geht's. Mann, oh Mann. 600 Credits allein die Flugkosten. Da müsste ich ja 3 Gegner für umbringen im Durchschnitt, um das wieder reinzuholen. Aber Alderaan ist mir noch bekannt aus dem privaten Spiel. Das weiß ich noch. Das war zwar mit einer anderen Klasse, aber das war ganz schön mies. Schüler, wie ich sehe, bist du auf Alderaan gelandet. Dem Heimatplaneten von Jessa Wilsam. Norman Carr hat sie dort gefunden. Ausgezeichnet. Du wirst so viel wie möglich über diese Padawan-Schülerin herausfinden. Und jeden vernichten, den sie dort liebt. Du wirst so viel wie möglich über diesen Padawan. Ja, 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 natürlich über Jessa. Oder Jaesa, oder was weiß ich. So. Was versuchen wir zu erreichen? Es ist dasselbe Ziel wie auf Tatooine. Greife Jessa aus der Ferne an, errege ihre Emotionen und bringe sie an die Oberfläche. Unglücklicherweise ist dein Kontakt Yukendo aus dem Haus Thul durch die Bürgerkriegswirren auf Alderaan unzuverlässig geworden. Kendo sollte eigentlich Jessa Wilsams Familie für dich finden, doch er wurde anscheinend abgelenkt. Bring ihn zur Raison. Ich muss hier mal ganz kurz die Aufnahme unterbrechen. So, und weiter geht's. Warum bringe ich ihn nicht einfach um? Der Nutzen dieses Mannes wird zweifellos eines Tages aufgebraucht sein. Aber heute ist nicht dieser Tag. Kendo denkt sehr politisch. Die Konsequenzen seines enttäuschenden Handelns sind ihm nicht bewusst. Wenn er sie begriffen hat, wird er kooperieren. Du findest ihn in den Regierungsräumen des Hauses Thul. Beeile dich.
Alles klar. Damit ist ja wieder klar gesagt worden, was wir tun und lassen sollen. Aber ich denke mal, es kommt eh wieder ganz anders. Wir halten uns eh nie an die Abmachung vom Darth Barras. Der ist ja eher für uns jetzt selbst meist nur ein Mittel zum Zweck. Er gibt uns zwar mal die Aufträge, was wir erledigen sollen, aber das machen wir auch nur, um in der Gunst der Sith aufzusteigen und nicht in seiner Gunst. Wir kennen doch alle die Geschichten mit den Sith-Großmeistern. Irgendwann werden sie alle abgelöst. Okay, nichtsdestotrotz nehme ich erstmal hier den Schlüssel an. Und würde dann erstmal sagen, bis in die nächste Folge, ne? Liebe Chromatische Armee, wir sehen uns dann.